Hallo Leute, herzlich willkommen zur Halloween The House of Chips Folge. Heute mit einem Kandidaten, den wahrscheinlich nur noch sehr wenige von euch kennen, und zwar mit niemand geringerem als dem herausgefunden, alias Da792, alias Damian. Hallo Damian. Servus. Ich würde sagen, wir fangen bei mir an. Oh nein. Ich gehe direkt mal in den Spectator Mode und du darfst auf die blaue Druckplatte laufen. Hier rechts hast du direkt meinen Auftrag. Und zwar lautet der: Besiege Herobrine, achte auf sich verändernde Dinge und Gestalten in der Dunkelheit. Viel Glück. Und ja, genau, dann hast du hier ein bisschen equipped. Das würde ich dir mir aber für einen gewissen Endfight aufbewahren. Alles klar, der verfluchte Steinkreis. Hier rechts hast du auch eine kleine Infotafel. Der verfluchte Steinkreis. Am verfluchten Steinkreis wird traditionell an jedem 31. Oktober ein blutiges Ritual vollzogen, welches einen vollständig entzündeten Teufelskreis benötigt. Und da kommen wir auch schon direkt zu deinem mehr oder weniger zweiten Auftrag, der eigentlich der erste Auftrag ist. Und zwar musst du diesen schönen Teufelskreis hier entzünden. Und dann wird eine gewisse Sache passieren. Kannst du mir diesen Kopf kurz abnehmen? Nee. Es hat gerade geleckt. Ja, Ja, klar, wer? richtig. Ist auch nicht mehr so. Hä? Du kleiner! Na! Ah, richtig, da war ja was. Okay, also. Um weiterhin, um. Um hierhin zu gelangen, musst du ein Ja, Ritual ich abschließen. drücke einfach den Knopf. Ich glaube, ich habe mich. Ja, da habe ich Barrieren vorgesetzt, mein Guter. Ich habe ja nicht schon gedacht, dass du das versuchen wirst. Aber du spürst schon so diese Halloween-Vibes, oder? Habe ich recht? Ja, Secret Basement Below. Na, also ich vertraue dir, ich esse jetzt erstmal einen Gnadenbrot, einfach nur auf, ne, meinen letzten Hunger, Von bevor ich Tante sterbe. Emma. Genau, no risk, no fun, sagt man auch so schön. Ja, das Kopf-App auch, weil ich dich so gerne mag, nochmal zusätzlich. Digga, okay, so leise soll das jetzt ehrlich nicht sein. Zack. Oh, danke schön. Willkommen in meinem Keller. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Also fühl dich einfach wie zu Hause, gell? Ja, das war dein Keller. Dieser Kürbis ist wieder da. Ja! Mach den mal weg, der nervt von mir. Der ist mal weg. Stilles Örtchen. Ich kann da nicht rausgucken. Wenn da irgendwas sein sollte, dann schäm dich also richtig. Und Na, du weißt ja, was zu tun ist, oder? ins stille Örtchen rein. Ich will aber nicht reingehen. Das ist der einzige Weg hoch. Hier gibt's keinen Weg hoch. Der Weg hoch ist der Tod. Ja, aber wie soll ich denn die Kuh, wie soll ich jetzt bitte. Ach, soll ich mich drown? Nee, nee, nee. Nee, das mache ich nicht. Doch. An der Stelle Örtchen ist ein bisschen zu still für mich. Das ändert beim Drone zwar nichts, aber egal. Okay. Ja, vielleicht am besten auch mal das Schild. Also das könnte dir vielleicht helfen. Ja, ich sehe, alle Günstlinge sind drei. Ich muss da dreimal sterben oder einmal dreimal drüber springen. Das bringt anscheinend nichts, weil ich gucke mich einfach nach oben und klaue die Sachen wieder da raus. Es ist leer. Ja, weil da nur zwei sind, drin sind. Alle guten Dinge Ah, sind du ja drei. also hast recht. Ah, nee, das kenne ich doch schon von dir. Ja, wenn man unkreativ ist, ist es immer die beste Okay. Option, einfach irgendein Labyrinth in den Boden reinzurotzen. Diesem Trick habe ich mich schon einige Male bedient. So, also hier ist unmöglich rüber zu gehen. Es sei denn, man macht das gut mit Time, aber das ist nahezu unmöglich, wenn auch unmöglich. Dann erstmal dadurch. Ach du Heiland. Junge. Wieder eine Druckplatte, ja, hast du wieder. Oder das macht entweder werde ich jetzt sterben oder die Druckplatte geht auf. Oder beides. Und es ist nur mit einer Verzögerung. Welchen Weg wählst du? Beide führen ins dunkle Nichts. Oh nein, oh nein. Du hast Da fahre Spaß, ich oder? wieder. Du hast Spaß. Sehr viel sogar, ja. Doch, doch. Also wie kann man ehrlich gesagt so wenig Freude am Leben haben? Das frage ich mich gerade nicht. Wenn so baut, Alter. Nee, ja. Ah, und im Center oder wie? Ah. 3, 2, 1. Und am Spawn. Ja, ist auch geil, Digga. Ah ja, Es kommt mehr oder weniger das Gleiche hinaus. Aber diesen Weg wirst du später erst verstehen. so, und jetzt werde ich einen von den Wegen gehen. Hier ist Magma. Durchgeschlichen wie eine Schlange. Also siehst du Kommt auch nicht aus. Feuerzeug hier raus. Ja, wo welches Feuerzeug? Ah, das Feuerzeug nicht. Und jetzt darfst du dich dem anderen Weg wieder bedienen. Nee, also, jetzt habe ich ja mein Feuerzeug für das Ritual gefunden, nehme ich an. Was ich dann anzünden muss oben. Das wirst du dann merken, ob das reicht. Das eine Feuerzeug. Wenn ich mir nur halb so viel Qualarbeit in meine Sachen reingesteckt hätte, ne? Alter.
ja. Oh ja. Wie viel Leben hat er? Wie viel hast du eingestellt? Das wüsstest du gern, wa? Ich bin mal gespannt, ob du dafür mehrere Tries brauchst. Komm mal, ja, dann werde ich noch was. Ich komm wohl. Ah, ja, du, es ist übrigens ein 1-8-Kampfsystem, aber also. Ach so. Ja. Okay, das hatte ich mir irgendwie epischer vorgestellt. Alter, ganz knapp ist 1 gegen 1. Also wer da im Endeffekt gewinnen wird. GG, und ich würde sagen, damit hast du meinen Parcours abgeschlossen. Herobrine gibt es scheinbar doch. Und hiermit wurde er jetzt auch ganz offiziell von dir besiegt, würde ich sagen. Das finde ich doch gut. So, wie fandest du das? Ich fand's ehrlich gesagt gut. Wäre das alles automatisch passiert, dann noch viel besser. Vielleicht ja, weil ich ja ehrlich gesagt zu faul zu. Und ich betrete die andere Seite. Oh, ah ja, ich habe den Torch vergessen. Also da ist der Hinweis. Wenn du schon usen möchtest. Was hat mir diese Explosion jetzt verraten, wenn ich fragen darf? Die Tür war ja, die Eisentür war ja vorne noch nicht offen, richtig? Ah, okay. Ah, die Barry. Wer hat sich gerade immer bei mir über Map-Fehler beschwert, wenn ich fragen darf? Aber, du kennst mich. Geil. Geil, dass man hier auch so gut drüber schießen kann, du. Ja, irgendwo ist bestimmt noch ein Wand. Muss man nachgucken. Ah. Nur treffen müssen. Ich muss erst mal gucken, wo wir heute ein Loch ist. Okay, die Frage ist, wie ich hier an dieser Stelle. Das ist ein bisschen abgefuckt, wenn man auch noch springen muss. Okay, das hab ich dann. Oh, das ist krass gemacht, muss ich dir ehrlich sagen. Mit dem Teleport. Und bitte sag mir nicht, das ist Find the Button. Break free. Can be used to break free the prison. Ah, das soll ein Gefängnis sein. Ja. Okay. GG. Natürlich den MG hier First Try geschafft. Da würde ich sagen, machen wir wie immer noch ein 1 gegen 1 zum Ende auf meiner Seite, weil die einfach deutlich ästhetischer ist, muss man jetzt auch mal sagen an der Stelle hier. 3, 2, 1. Macht ja so keinen Spaß, Digga. Oh, du bist also, schon tot. Dieses PvP-System, Digga. Das ging also, schnell. Jetzt machen wir das Button kurz unter. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr 1.8 oder 1.16 PvP besser findet. So, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Nach längerer Zeit mal wieder ein Video, nach längerer Zeit mal wieder eine Folge der House of Traps. Zum Schluss jetzt noch einen anderen kleinen Clip von Damian. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Es geht beides. Warum bin ich